Vielen herzlichen Dank. Ich bin überwältigt. Es ist eine sehr, sehr große Ehre für mich, zum dritten Mal diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Also der Wahnsinn. Und ja, ich alleine habe da ja gar nicht so viel dazu getan, sondern es ist ja immer wichtig, dass man als Coach eine Mannschaft hat, die ja einfach da ist für einen, die alles umsetzen will, was man vorgibt. Und deswegen glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern ist mein erster Dank ganz klar an meine Mannschaft und an das Team hinter dem Team, weil sie haben über Jahre, haben sie mir den Rücken gestärkt. Meiner Mannschaft und meinem Team hinter dem Team nochmal ganz herzlich Dank zu sagen. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass jedes Turnier, das man gewinnt, ist ein wahnsinniges Gefühl und immer das nächste Turnier ist das Wichtigste. Für mich war jetzt dieses letzte Turnier natürlich das Allerwichtigste und Olympia Gold hat man noch nie gewonnen. Von daher ist das schon was mega Besonderes und ja, man sagt ja immer, Olympiasieger bleibt man für immer und mal schauen, ob das so ist. Oder? Geht. Geht. Ja, geht. Geht. Du musst nur da reinsprechen, weißt du? Ach so. Ich dachte, so ging das immer. Umgekehrt. Ich verwechsel das immer, weil ich mich so jung fühle. Ja, weißt du? Genau, so rum. Die Uli, das machen wir gar nicht mehr sprechen miteinander. Wir gucken uns an und dann weiß ich, was die Uli denkt. Und genauso umgekehrt. Bin alles hier. Ja. Super, kommt alle herein in unser Meeting. Meine ganzen Freunde sind da. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. Das ist ja mein letztes Spiel hier, deswegen dürfen auch alle meine PK hören. Hier vorne ist mein Patenkind, falls irgendjemand interessiert. Steh doch mal auf, steh doch mal auf. Laura. Ja. An der eigenen Gefühlslage jetzt ein bisschen teilhaben lassen. Letztes Spiel in Deutschland, ja, hier eine spezielle Situation schon bei der PK. Eben auf dem Rasen haben sie sich nochmal bei den Fans verabschiedet. Wie fühlt sich das jetzt an? Das war nicht abgesprochen. Wenn wir das machen wollen, dann werden wir heute Weltmeister. Brauchst du? Nein. Wir kriegen sie nicht dazu, Leute.